Ja, Hallöchen, wunderschönen guten Tag. Heute spreche ich zu Ihnen über das Thema der Horror eingewachsene Zehennägel. Ganz, 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 ganz schlimm, ganz, ganz, ganz fatal. Wenn ich mit den Leuten darüber spreche oder die Leute sehen, dass ich darüber ein Buch geschrieben habe, da wird oft so ganz blöd gelacht, so haha, eingewachsene Zehennägel, lustig. Aber ich kann Ihnen eines sagen, wenn Sie das haben, ist das alles andere als lustig. Eingewachsene Zehennägel sind der absolute Horror. Ich spreche aus eigener Erfahrung, ich spreche aus Erfahrung mit ganz, 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 ganz vielen Kunden. Und was da teilweise passiert, was da teilweise gemacht wird, von OPs, Nagel rausreißen und teilweise absolute Horrorgeschichten. Und da habe ich mir echt überlegt, also Fachautor, worüber kann ich noch Bücher schreiben? Und mein Thema ist ganz einfach, den Menschen zu helfen, dass es ihnen besser geht auf dieser Erde, dass sie es leichter haben und so weiter. Und dann war für mich natürlich ganz, 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 ganz klar, dass ich dieses Buch hier schreibe, der Horror, eingewachsene Zehennägel. Woher kommen eingewachsene Zehennägel? Was können Sie dagegen tun? Und wertvolle Tipps aus der Praxis. Und es ist so einfach, sich helfen zu lassen, wenn man weiß, wie. Also ich kann Ihnen das Buch einfach sehr ans Herz legen. Schenken Sie es Menschen, die eingewachsenen Zehennägel haben. Tun Sie diesen Menschen was Gutes. Und wenn Sie selber die Problematik haben, also meine persönliche Meinung, bevor man die ganze Maschinerie durchgeht, bis zu Nagelbett zertrümmern und, gehen Sie einen anderen Weg, gehen Sie einen leichteren Weg. Das ist meine persönliche Erfahrung, die ich da gesammelt habe. Und darum habe ich auch das Buch geschrieben. Und ich kann Ihnen eines sagen, ja, es ist einfach schön, 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 wenn man wirklich einen anderen Weg gehen kann. Und man muss halt einfach wissen, wie baut sich das auf? Und wer kann das besser erzählen als jemand, der das selber erlebt hat, der diese schmerzhafte Situation durchgegangen ist? Wissen Sie, wenn kein Schuh mehr passt, wenn das Leim durchdrückt, die Bettdecke, sie können keine Socken mehr anziehen, die Zehe ist hochdicke, sie ist so entzündet, sie ist teilweise doppelt, es kommt Eiter raus und. Klar finden Sie es jetzt vielleicht grausam, wie kann man sowas in einem Video sagen, aber nochmal, wenn Sie keine angewachsenen Zehennägel haben, klicken Sie das Video weg hier. Behalten Sie es im Hinterkopf, vielleicht lernen Sie jemanden kennen, der das Problem hat. Empfehlen Sie das Buch. Sie können das über den Kramery-Shop bestellen, erhalten es auch mit persönlicher Widmung, wenn Sie das möchten. Aber suchen Sie immer nach Lösungen. Das ist doch der entscheidende Punkt. Okay, in diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein sorgenfreies Leben und natürlich ohne eingewachsene Zehennägel. Okay, tschüss, bye bye, Ihr Ernst Kramery.